Hallihallo, ihr Lieben. Hallo. Es ist 12.20 Uhr und um 12.30 Uhr haben wir hier einen Termin. Wo sind wir? Wir sind bei Reisemobile Dülmen. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Jo. Aber erstmal noch zurück auf die vergangene Zeit. Viele haben uns schon angeschrieben, was ist los, geht's euch gut, alles in Ordnung. Ja, uns geht's eigentlich gut. Kann man nicht anders sagen, aber wir haben uns entschieden, das zu tun, worüber viele reden und dann anschließend doch Videos hochladen. Nämlich jetzt in der Zeit eigentlich erstmal nichts zu machen. Wie wahrscheinlich ja uns alle, hat uns der Ukraine-Krieg also ja nicht nur überrascht, sondern auch erschüttert. Wir sind entsetzt und wir fanden es einfach nicht die richtige Zeit. So nach der Devise, wir machen mal weiter wie immer und tun so, als wenn nichts wäre. Und nur wenige hundert Kilometer, hätte ich bald gesagt, von uns entfernt, sterben gerade auf die elendigste Weise Leute. Was soll man dazu sagen? Wir wollen das hier auch nicht weiter ausdehnen, aber das war einer der wichtigsten Gründe, warum wir jetzt die letzte Zeit nicht unterwegs waren. Und wenn wir nicht unterwegs sind und keine Videos drehen, dann gibt es eigentlich auch keine Gründe, da uns irgendwelche Videos an den Haaren herbeizuziehen, um irgendwelche Klicks zu generieren. Das ist halt nicht unseres, da kennt ihr uns für. Jetzt gibt es aber Neuigkeiten und deshalb sind wir heute aufgebrochen. Es ist heute Samstag und wir hatten gestern einen sehr, sehr erfreulichen Anruf, nämlich, dass unser Wohnmobil da sein soll. Yeah. Ja, wobei, und jetzt geht's dann los, unser Wohnmobil. Der letzte Stand und das letzte Video war ja noch, dass wir uns den Mobil Wetter als Teilintegrierten angeguckt haben und auch ausgesucht haben. Und dann hatten wir den ja auch dann wild konfiguriert. Dann haben wir euch erklärt, was so am Markt alles los ist. Mittlerweile haben ja viele dazu auch Videos gedreht und bestätigt, was wir schon vor längerem gesagt haben. Nämlich, dass du bestellen kannst, was du willst, aber das, was du bestellst, ist noch lange nicht, was du kriegst, wenn du überhaupt was kriegst. Und so ähnlich ging es uns ja dann eben auch. Zuletzt stellte sich dann, aber das war noch kein eigenes Video wert, raus, dass es unter Umständen sogar sein kann, dass der Wagen, auf den wir dann umgeswitcht sind, jetzt dann obendrein nicht nur fast ohne alles kommt, was wir gerne haben wollten und bestellt hatten. Der kommt nackig. Sondern, ja, nackig. Und der wäre dann auch nur auf 3,5 Tonnen gewesen. Und genau das wollten wir nicht mehr. Wir sind ganz bewusst ja den Weg gegangen zu sagen, 3,5 Tonnen, das macht überhaupt keinen Sinn. Für uns nicht mehr, so wie wir reisen und mit dem Auto, mit den Ausstattungsmerkmalen, die wir haben wollen, das tun wir uns nicht mehr an. Und ich fahre auch nicht nur mit einer Unterhose in Urlaub. Jo, und dann tat sich ein Loch auf und das war für uns sehr, sehr erfreulich. Nämlich, dass wir einen Anruf erhielten von unserem Verkäufer, der sagte, es ist ein Auto frei geworden, was wir eigentlich für die Vermietung geplant hatten. Und weil wir ein anderes Auto in die Vermietung genommen haben, wäre dieses Auto verfügbar. Jo, und den haben wir dann mal gnadenlos, weil er nämlich schon im Zulauf sein sollte oder so gut wie im Zulauf sein sollte, zugeschlagen. Ausstattungsmerkmale sind eigentlich ähnlich wie bei dem letzten, auf dem wir geswitcht hatten. Allerdings, lasst euch überraschen, würde ich sagen. Den ersten Blick werden wir euch gönnen, den gönnen wir uns nämlich jetzt auch. Dann werden allerdings noch einige Anbauten erledigt werden müssen. Da sprechen wir dann auch später drüber, das zeigen wir dann später auch drüber. Ja, eine Roomtour machen wir sowieso und ach, was nicht alle. Aber wir wollten euch jetzt bei dem ersten Blick, den wir selber auch jetzt erhaschen dürfen, dass ihr den mit erhaschen dürft. Und deshalb gehen wir jetzt mal alle zusammen los, rein nach Reisemobile Dülmen. Da ja. Sind wir angemeldet, dann macht uns hoffentlich einer unser neues Zuhause auf und dann können wir gemeinsam die ersten Blicke werfen und freuen uns dann gemeinsam auf viele, viele Blicke und auf viele Videos, auf viele Reisen und wir werden natürlich auch alles, was wir nachrüsten lassen, jetzt im ersten Zug und auch im Nachgang mit euch besprechen, euch erklären, was es ist und warum wir das so gemacht haben und nicht anders und mit euch austauschen, was ihr machen würdet und wird eine spannende Zeit. Ab geht's! So, da seht ihr nochmal den Eingang von Reisemobile Dülmen. Da seht ihr die voreilige Hallo-Sagerin. Hallo! Da seht ihr den Schlüssel, zumindest den Ersatzschlüssel. Darf ich vorstellen, der neue Kuschelkasten. Bisschen schmuddelig, muss ich ja zugeben.
Ist allerdings auch frisch angereist aus Italien. Und naja, wird natürlich noch sauber gemacht und wird auch noch ergänzt. Und ja, bis jetzt steht die Zusage, dass wir eine bis Ostern haben. Und wenn ihr jetzt wollt, dann dürft ihr auch schon den ersten Blick mit reinwerfen. Schön. Na, passt der noch? Nein, das ist der falsche Schlüssel, denke ich mal. Der Zündschlüssel. Zieh mal bitte, ich habe nur eine Hand. So, gemeinsam. So, putze ja anständig die Füße ab, sag ich dir nur. Ja, Leute. Da sind wir. Das wird später verraten. So, das war der erste Rundumblick. Das muss euch reichen. Mehr gibt's, sobald wir selber mehr haben. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüssi.